das eine Tanzmaschine? Da wäre die Schallplatte. Okay, Munition voll. Dampfkontrolle. Ich dachte gerade, da wird was liegen. Kohle, Wasser. Da ist jetzt Kohle drin. Aber wie starten wir denn das ganze Teil? Vielleicht hier oben. Wieso gibt es hier so viel Munition, wenn wir gar keine Waffe haben? Das ist das Tor. Müssen wir dem Kabel folgen vielleicht? Seems to be missing power. Ja, das ist klar. Aber wie startet man das Teil? Wahrscheinlich übersehe ich gerade irgendwas.
Irgendwie fehlt einfach Feuer und irgendwie sowas. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Die ganzen Räder kann man ja hier nicht drehen. Ja, Stromzufuhr, ja, ist klar. Aber wie? Und wo? Ja, warte, für da hochzukommen muss ich ja wieder hier hinten lang. Falsch. Gibt es auch keinen Schalter oder irgendwas? Hm. Naja, zumindest mal die Schallplatte. Hier war ja nur das. Ja. Weird. Und das Stromkabel geht ja da hoch irgendwie. Ankunft Rosendals. 9.11.1989. Der Mann aus einer anderen Welt. Am gestrigen Abend wurden die königlichen Wissenschaftler im Institut für angewandte Wissenschaft Hakavik sehr überraschend aus ihrer Arbeit gerissen. Während Arbeiten an einem noch nicht veröffentlichten Projekt am Institut erschütterte eine Explosion das gesamte Gebäude. Unmittelbare Nachbarn beschrieben den Vorfall als erdbebenähnliche Erschütterung, die etwa 20 Minuten lang andauerte. Als sich der Rauch legte, stand ein elegant gekleideter fremder Mann vor den Wissenschaftlern. Die Polizei nahm den mysteriösen Mann fest und befragte ihn derzeit im Präsidium. Ich habe manchmal ein paar Übersetzungsfehler. Aber halb so schlimm. Hm. Müssen wir zu der Maschine da zurück? Ich speichere mal kurz wieder einfach so. Damit wir da safe sind. Aber hier gab es ja glaube ich auch keinen Knopf oder irgendwie sowas. Ich wüsste zumindest nicht, wo man hier was drücken sollte. Ich verstehe es gerade nicht. Hm.
Alle Kabel gehen halt irgendwo hoch. So muss man ja das da hinten irgendwie ankriegen. Aber wie? Und ich hätte jetzt eigentlich vermutet, man müsste irgendwie die Kohle anzünden. Und das geht ja nicht. Oder vielleicht draufschlagen, um vielleicht einen Funken zu erzeugen. Habe ich einen Bug und das Teil geht hier nicht an. Keine Ahnung. Ich würde sagen, ich mache hier kurz eine Pause. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich es vielleicht herausgefunden habe. Mal schauen. Da sind wir wieder. Ich habe es einfach übersehen. Hier lagen Streichhölzer. Voll Idiot. Naja, gut. Jetzt brennt das Teil zumindest. Okay. Sieht eigentlich... Autsch. Gut aus. Ich glaube, wir können jetzt zurück, weil der Strom ja offensichtlich... jetzt läuft. Was? Okay, ich glaube, wir müssen uns um die kümmern, oder nicht? Naja, chill, Anima, komm. Fast dead. Wie können wir uns heilen eigentlich? Okay, cool. Hat halbwegs funktioniert. Ich glaube, der Strom müsste jetzt an sein. Yes. Okay. Wenn wir hier eine Waffe bekommen, wissen wir, was auf uns zukommt. Wir fahren eine Pistol 45. Was ist das denn? Ich nehme mal die Waffe in die Hand. Okay, die halten viel aus. Das ist Dampfmaschine, da unten waren wir vorhin. Können wir hier hoch? Wir können so hier hoch. Oder doch nicht? Hello? Somebody there? A human voice? Hello?
It's you. You made it up the elevator. Congratulations. Who are you? Well, that's what I wanted to ask you, because, you know, you came here, not the other way around. Well, I'm just a traveler. Well, I mean, after saving your life, I kind of expected a tad more information. Okay, I come from, different place, and I'm just here to look for someone who arrived here just before me. Well, welcome to Hakovic, then, woman from a different place. I have some bad news, though. Nobody's come here in over 20 years. That can't be. Well, maybe it can't, but it's the truth. This city was evacuated 10 years ago. Well, maybe then you just missed him. Maybe you just... I mean, you can hardly miss the machine growling and shaking the whole block. It hasn't been doing that for a long time, you know. Listen, you're in danger here. Be for the best if you were to leave this building first. I'll tell you more outside. 20 years? Something is not right here. Nee, absolut nicht. Wie ist das möglich? Mehr als 20 Jahre ist hier niemand hergekommen. Ich glaube, irgendwas mit der Zeitschleife stimmt hier nicht. Supplies. Die keine Supplies sind. Supplies, die wir nicht öffnen können. Ernsthaft, Munition holen. Schätz mal, wir müssen da hochklettern. Vor allem, wie ist das eigentlich möglich, wenn ja die Maschine so unglaublich laut ist? Aber dann sollte er ja eigentlich auch mitbekommen haben, dass wir hierher gekommen sind, oder nicht? Oder täusche ich mich? Das hat er ja offensichtlich auch nicht. I'm in some sort of cafe. This music is creepy as hell. Oh ja. To calm you down. You're welcome, by the way. You're nearly there. Not sure if the music helps or makes it worse. Gibt ein bisschen Fallout-Vibes. Atlas von Wevelstad. Öffentliche Stellungnahme. Bürger von Hakavik. Zu meiner großen Enttäuschung musste ich erfahren, dass die laufenden Angriffe, unter denen ihr alle jeden Tag leidet, mit hoher Wahrscheinlichkeit von unserer Nachbarstadt Wevelstad organisiert oder zumindest mit unterstützt werden. Wir werden alles in unseren Möglichkeitsstände in Bewegung setzen, um uns gegen diese Gefahr zu verteidigen. Ich bitte nun euch alle um euer Vertrauen. Wir schaffen das nur zusammen. Euer gewählter König Rosendahl. König. Rosendahl. Die Musik ist zwar schön, aber... macht das Ganze echt nicht besser.
Da unten waren wir wieder. Jetzt gehen wir dahin, wo also diese Kabel hinführen. Ich höre hier manchmal irgendwelche Schritte oder komische Geräusche. Wahrscheinlich deshalb, weil gleich wieder so ein Strom kommt. Die Tür hier ist offen. Sind wir wieder hier? Aber diesmal unten. Was hat das alles zu bedeuten? Ich verstehe es nicht. Gut, lesen können wir hier sowieso nichts. Immer wieder die gleichen Gespräche. He is here to help us. Comes from the sky. He's an angel. Oh shit! Da ist jemand gerade runtergefallen. Man sieht nichts. The hell? Das Spiel gibt mir keine guten Vibes, ehrlich gesagt. Years of death, years of despair. They are over. Where does he come from? Years of death. I just hope he knows how much we suffer. How could he help us? No one knows where he came from in the first place, and everyone has to prove himself before I give him the vote. He has to prove himself before I give him the vote. Before I give him the vote. Vielleicht der König Rosendahl? Da ist schon wieder was runtergefahren oder eine Person. Oder halluziniere ich schon? Kann auch möglich sein. Also das war mal eine Show, wirklich. Da, also, wow. Ich verstehe nicht, was hier passiert.
Und wo sind wir hier? In Gedanken? In einer Zeitlinie, die nicht existiert?